Sobald irgendwo von Risiken die Rede ist, wittern Hedgefonds ihre große Chance. Ihnen gehören fast überall in Europa Staatsanleihen in Milliardenhöhe. Und wenn Ratingagenturen Banken wegen ihrer Finanzprobleme runterstufen, so wie die kürzlich in Spanien, ist meistens ziemlich schnell auch ein sogenannter Risikoaufschlag bei den Staatsanleihen fällig. Damit werden ganze Länder immer mehr zum Spielball von Finanzjongleuren. Wie lässt sich diese Entwicklung stoppen? Anfang Juni. Die EU stellt 100 Milliarden Euro für spanische Banken zur Verfügung. Ein Befreiungsschlag, hofft man in Brüssel und Berlin. Doch als am Montag die Börsen öffnen, reagieren die sogenannten Märkte nicht mit Erleichterung. Im Gegenteil. Die Zinsen für spanische Staatsanleihen steigen auf über 7%. Die Milliardenmühe war nicht umsonst, aber vergebens. Die Banken und der spanische Staat wurden trotzdem von den Ratingagenturen immer weiter heruntergestuft. Auch in Griechenland hat es nichts genutzt, dass die Mehrheit so gewählt hat, wie von Deutschland gewünscht. Die Krise verschärft sich weiter. Alle Hilfen scheinen ins Leere zu laufen. Der Chefanalyst der Bremer Landesbank, Volker Hellmeier, kommt immer stärker zu der Überzeugung, dass der Verlauf der Krise nichts mit der Realität zu tun hat. Denn eigentlich steht Europa gut da, findet er. In meinen Augen ist es ein Angriff der amerikanisch-angelsächsischen Machtachse über die Finanzmärkte. Wir machen die Reformen. Wir haben eine ausgeglichene Handelsleistungsbilanz. Wir sind der Hort der neuen Patente. Es gibt keine Region der Welt, die mehr neue Patente macht. Und hätte man diese Fakten 2008 Fachleuten gegeben, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass der Euro in der Form auf dem Altar der Spekulation verbrannt wird, wie es derzeit der Fall ist. Im Finanzkrisenkarussell taugt eigentlich alles als Grund für eine Abwertung. Die Länder werden den Märkten vorgeführt und die haben wie eine Castingjury immer etwas zu mosern. Griechenland wurde immer weiter abgestuft, trotz aller Kürzungsprogramme. Auch Portugal, Irland, Spanien und Italien wurden immer strenger beurteilt. Die Reformen reichten nicht aus, hieß es. Als dann aber die Folgen der geforderten Magerkost sichtbar wurden, wurde erneut gewarnt. Denn die von den Märkten gewünschten Kürzungen haben zur Rezession geführt. Wieder ein Grund für schlechte Noten. Als Spanien seine Banken nicht stützte, fürchtete man das Risiko des Bankencrashs, also Abwertung. Als ein Hilfspaket verabschiedet wurde, fürchtete man schließlich das Zusammenbrechen des Staates. Wieder Abwertung. Da geht nicht alles mit rechten Dingen zu, finden auch andere Beobachter. Die Eurokrise ist aus meiner Sicht teilweise inszeniert. Das ist fast ein Skript, was da abläuft, denn Europa geht es nicht so schlecht. Europa hat 4,1% Defizit insgesamt, Amerika hat 10,8%. Also Amerika geht es viel dreckiger. So, und wenn dann Ratingagenturen, die überwiegend in den angelsächsischen Ländern sitzen oder dort ihre Zentralen haben, ständig auf Europa eindreschen und die Panik verstärken, dann kann man schon von Inszenierung sprechen. Könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die großen Ratingagenturen zu weiten Teilen im Besitz von US-Hedgefonds sind? Also Firmen, die gelegentlich auch als Heuschrecken bezeichnet werden? Die hätten ja durchaus eigene geschäftliche Interessen. Die Ratingagenturen sehen das naturgemäß ganz anders und bestreiten entschieden jeden Zusammenhang zwischen Besitzverhältnissen und Ratingergebnissen. Der Mutterkonzern von Standard & Poor's ist an der Börse notiert, breit gestreute Eigentümerschaft. Die Aktionäre an McGraw-Hill, das ist die Mutterunternehmung, haben weder vorher noch währenddessen noch nachher irgendeinen privilegierten Status oder können irgendeinen Einfluss nehmen auf die analytische Entscheidung. Hier ist also eindeutig festzustellen, es gibt in keiner Art und Weise, auch nicht indirekt, eine Einflussnahme durch die Eigentümer, die Aktien halten. Trotzdem, sagt Professor Otte, der schon früh vor der Krise warnte und selbst auch als professioneller Anleger arbeitet, das ganze System müsse überdacht werden. Denn die besonders strenge Beurteilung der Ratingagenturen in Europa führt zu hohen Zinsen für Staatsanleihen und niedrigen Aktienkursen für Unternehmen. Und das spielt nach seiner Ansicht genau den falschen Leuten in die Hände. Diejenigen, die uns mit Subprime und den Schulden und den Derivaten die Krise eingebrockt haben, die profitieren jetzt auch wieder. Denn sie würden profitieren, wenn in Griechenland eine Parallelwährung käme. Sie würden profitieren, wenn Griechenland Staatsvermögen verschleudert. Da sind sie als Berater oder als Aufkäufer tätig. Sie profitieren bei der Refinanzierung. Also die Macht der Finanzoligarchie, nennen wir es euch Hochfinanz, ist ungebrochen. So schießt man Europa sturmreif, sagt Otte und verweist auf die jüngsten Firmenübernahmen. Der Paketdienst TNT wurde vom United Parcel Service geschluckt.
Der US-Konzern General Electric will sich deutsche Mittelständler einverleiben. Und Hedgefonds mischen auch beim Verkauf von Anteilen der Rhön-Kliniken mit. Die Finanzindustrie wittert lukrative Geschäfte beim Kauf von Anteilen und ganzen Unternehmen. Umso mehr, weil durch die Sparpolitik viele ehemals staatliche Unternehmen zu Schnäppchenpreisen auf den Markt kommen. Und bei Privatisierungen kann man prächtig Geld verdienen. Auch die Panikmache kann lukrativ sein. Je mehr Unsicherheit, umso mehr Absicherungsgeschäfte lassen sich verkaufen. Aber die Finanzwirtschaft profitiert auch vom widersprüchlichen Krisenmanagement der verunsicherten Politiker in der Eurozone. Eine Änderung ist vorerst nicht in Sicht, solange die Ratings sich nicht verbessern. Die Kürzungsprogramme treffen vor allem Arbeitnehmer und Rentner. Die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank helfen ihnen genauso wenig wie Handwerk und Mittelstand. Aber große Investmentgesellschaften können sich sehr billig mit Geld eindecken, um weiter Casino zu spielen.